Hinter mir seht ihr den herrlichen Sieben Söhne des Himmels Strauchs oder auch Heptacodium genannt. Und er fängt im Juni schon mit einer kleinen Vorblüte an, mit zarten, gut duftenden weißen Blüten. Aber die Hauptblüte ist erst Ende August bis spät in den Herbst hinein. Jetzt haben wir Mitte Oktober und die Blüten haben sich allmählich in herrliche Früchte verwandelt, in purpurrote Früchte. Und es ist ein wertvolles Bienennährgehölz. Einfach ein Traum.